die Modelleisenbahn. Ich habe mich schon immer fasziniert. Ich habe damals in Lanz am See gewohnt, neben dem Bahnhof. Und was war? Ein kleiner Reinhard, Stoppe, wenn ich nicht daheim war, wo war ich? Am Bahnhof. Zur Modelleisenbahn ist dadurch gekommen. Ich habe einmal sowas gesehen als kleines Kind und habe gesagt, ab jetzt dann mag ich sowas machen. Natürlich mit so kleinen Anfangspackungen in Gras fahren, war mir der Anfang. So mit 15, 16 habe ich richtig angefangen, wirklich mich spezialisieren, zum Teil auch nur auf die Schmalspurbahnen, weil fahrbetriebste Bahn, nur im Maßstab 1 zu 87. Und dann hat sich das immer erweitert und erweitert und erweitert. Und wir haben sie praktisch aus 4, 5 Leute zusammen da. Da haben wir 2 Nächte eine Anlage aufgebaut, in 3, 4 Tagen. Gerade noch mit Pappmaché und Papier, so landschaftlich schön gestalten. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Machen wir gleich Modellbahnverein, schauen wir, dass wir einen Raum zur Verfügung gestellt kriegen von der Gemeinde. Dann haben wir angefangen mit den ersten Elementen von dem Bahnhof zum Beispiel. Der ist gute 30 Jahre alt. Die Elemente sind teilbar am Anfang gewesen, dass wir transportieren können, bevor wir was Fixes gehabt haben. Und seit 2003 sind wir praktisch im ehemaligen Feuerwehrhaus der Marktgemeinde Garming. 1992 war die offizielle Vereinsgründung, also 2 Jahre haben wir noch im Prinzip. Dann haben wir wirklich das 30-Jährige. Momentan sind wir gute 10 Mitglieder. Aktiv sind wir meistens nur 4. Oder was bauen dürfen oder müssen sollen. Und meistens trifft man sich jeden Samstagnachmittag. Und dann wir bauen, fahren, oft nur fahren den ganzen Tag. Zudem haben wir es ja gebaut, nicht nur basteln. Weil die Fahrzeuge sind jeden privat, nimmt ja jeder privat mit. Und dann, wenn ein Kollege da oben selber eine neue Garnitur kauft, wird es gleich mal probiert auf der Anlage, ob es auch überall funktioniert. Bei mir haben wir da eine Gleislänge von 130 Meter. Also eine Runde auf der ganzen Anlage dauert ca. 12 Minuten. Und da wird entweder gefahren oder gebaut. Das ist das nächste Projekt, Punkt der Schmalspur. Das ist wieder ein Bahnhof, den man nicht sieht. Das ist das unterirdisch eingebaut, Schottenbahnhof, dass man mehr Züge nach der Reihe stapeln können. Das ist das nächste Bauprojekt. Wäre viel heuer geplant gewesen, aber. Wir haben ca. 50 Zugsgarnituren, je nach Länge zwischen 10 und 15 Waggons pro Garnitur. Landschaften sind fix. Wenn wir da jetzt noch was umreißen, haben wir nur eine Baustelle nach der Reihe. Alleine, was wir da Bäume schon gesetzt haben, das haben viele in Handarbeit gemacht, also nichts zugekauft. Ein kleines Vermögen ist hier dennoch verborgen, denn die Fahrzeuge und Garnituren haben ihren Preis. Zum Beispiel die Schneefräse von Rocker ist ein Digitalmodell, funktioniert wie im Vorbild. Die Schneefräsen hebt sich, senkt sich, es dreht alles. Die kosten zwischen 400 und 500 Euro. Also ein Preislimit nach oben, Ende nie. Die Züge sind dabei originalgetreue Nachbauten. Wir haben österreichisch, international, also hauptsächlich nach Vorbild der ÖBB, sind die ganzen Garnituren und Fahrzeuge eingereiht. Auch Gebäude und Ortschaften haben reale Vorbilder. Zum Teil. Also der Bahnhof Pfaffenschlag ist nachempfunden im Bahnhof Pfaffenschlag, wie er im Vorbild ist. An sich sind die anderen Sachen ein fiktiver Bahnhof. Oder der Hauptbahnhof ist ungefähr in Größenordnung vom Bahnhof am Städten. Stellwerk ist auch nachempfunden vom Bahnhof am Städten, was nachgebaut worden ist. Und das sind aber die großen Teils von den ganzen Häusern, bis auf einige Bausätze, sind alle im Selbstbau, also aus Karton, Platten und angemalt, so wie es gehört. Einige Gebäude sind natürlich gekauft, aber da sind etliche Selbstbaugebäude auf der ganzen Anlage versteckt irgendwo. Welchen Wert dieser Raum in sich trägt, ist schwer zu sagen. Das ist ein Vermögen, was man gar nicht zusammenrechnet. Der sollte, das ist meistens der ideale Wert. Ich denke, so eine Garnitur, so eine Einzuggarnitur kostet, so wie es da steht, ungefähr bis zu 500, 600 Euro. Also so eine Zuggarnitur, je nach Ausführung vom Modell. Für die Technik sollte man sich als Modelleisenbahner neben dem Bahnflair auch begeistern können. Da haben wir einen Spezialist, der ist in der Schweiz draußen. Der macht uns die ganzen Elektronikpläne und entwickelt die Schaltpläne selber und setzt nachher über den Laptop praktisch um. Weil wenn man noch einmal schaut, Kabin, Ende nie unten. Das ist alleine auch so ein Schaltblock. Ist zum Beispiel nur für einen Bahnhof. Nicht nur die Bahnhöfe, was man außen sieht,
sondern auch versteckt im Berg drinnen, die Bahnhöfe. Und die haben auch überall sehr riesige Schaltpaneele. Unsere Highlights ist auch die Dresselbergbrücke, die was zwischen Lons und Kimberg auf die Ibsterbahn ist. Das ist der Brücken nachempfunden. Dann Bahnhof Pfaffenschlag. Und die ganzen Bäume, Wälder, die Felsen sind alle noch derer Gegend nachmodelliert. Das Klischee eines reinen Männerhobbys konnte Reinhard Nowotny auch widerlegen. Es ist ein Vorurteil. Ich kenne viele Frauen, die was Motoreisenbahn begeistert sind. Und es ist eigentlich kein Unterschied mehr heutzutage. Früher war es eigentlich nur Männerdomäne. Und manche Frauen haben sogar ein bisschen Handel für das Feine. Oder die haben einen anderen Blick dafür. Weil wir haben zum Beispiel da ein paar Sachen, die den Frauen fällt der Effekt, wenn da mitten zwischen die Bäumerei steht, finden die das schneller als wir Mann oft. Weil wir Motoreisenbahner schauen wir auf die Züge und die schauen natürlich auf die Ausgestaltungssache. Für Modellbaufans sind auch nächstes Jahr wieder Besichtigungstermine geplant. Ja, für das nächste Jahr war geplant, sofern die nach Covid-Lage, wenn in Garmin der 1. Mai-Kirchtag ist, wollen wir da mal probieren zum Aufspüren wieder mal einen Tag. Und vielleicht Pfingsten eventuell, mal so ein Pfingstvorwochenende machen. Das stellt sich alles noch aus für nächstes Jahr. Unter telefonischer Anmeldung sind auch Einzelführungen möglich. Und was ist eigentlich, wenn man Reinhard Nowotny vor die Wahl stellen würde? Freundin oder Bahn? Boah, das ist schwarz und so. Bahn.